Die Temperaturen werden wie Weihnachten. Ja, ich habe Spaß. Juhu. Wir gehen jetzt die berühmte Stiege. Es ist schon extrem steil, gell? Ja. Jetzt sieht man vielleicht, wie steil das ist, weil man glaubt gar nicht. Es ist extrem steil. Und die Stufen sind extrem hoch. Das wird ein Spaß beim Retour. Wo bleibst denn du, kleiner Calimero, du? Wahnsinn. Unfassbar. So, jetzt geht's da wieder rauf. 1, 2, 3. Das sind extrem hoch, die Stufen. Aber da schaut, wie hoch so eine Stufe ist. Im Reisebüro schon zwischen 30 und 40 cm, aber das kommt auf jeden Fall hin. Wahnsinn. So. Das drei Jahre, ich muss mich konzentrieren auf den Stimmstein. I think it's 100. For me it's here, okay. Okay. You count the first step, I think. 100. Man hat immer einen Arsch im Gesicht. Und? 88. 188. 186. Okay. But according to the book is 184, probably, I'm not sure. We read 187. It's the middle. Faszinierend sind immer diese Elektroinstallationen, dass das funktioniert. Na bitte, da gibt's Gasserl. Rechts, links, geradeaus. Dein Herz blüht. Das kann aber alles gehen darauf. Kann man. Auf einem Kalkfelsen und das steht immer noch. Sensationell. Ja, da war noch ein Gewicht oben. Da war noch ein Gewicht oben, mit dem hat es Draht, aber da auf diese Schienen da ist gerannt. Ein Zug da, ja. Der berühmte Friedhof. Eine Wehranlage, die wurde 1890 von französischen Militäringenieuren entworfen. Es gingen 168 Stiegen runter und unten ist ein Projektor gestanden. Da haben sie ausgeleuchtet Richtung Sardinien und haben quasi diese Meerenge dazwischen überwacht. Und das schauen wir uns jetzt an. Und jetzt gehen wir wieder 168 Stufen.
schon arg da. Ich glaube, morgen wird er einen Muskelkater haben. Ich habe aber richtig intakt jetzt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na, wir sind schon da. Da war, glaube ich, dieser Projektor. Den haben sie zum Schutz haben sie den da hereingezogen, dass ihm nichts passiert. Ja, das waren schon wilde Buschen. Die Sardinen schon 12 Kilometer entfernt. Cool. Es geht wieder retour. Gar nicht so klar die Bunkeranlage. Und jetzt sind wir gerade relativ off-road unterwegs. Genial! Wir haben es nach unten geschafft und es hat sich ausgezahlt. Ja, ihr seht nichts vom Strand, gell? Hui. Ja. Und da oben stehen wir. Aber wir gehen da nicht wieder rauf, jetzt haben wir gesagt. Ja, da am Strand. Im Südwesten von Korsika. Circa 30 Kilometer oberhalb von Bonifacio. Und der Wind geht noch immer. Wir haben geglaubt, wir suchen uns ein windgeschütztes Platz. Ich glaube, ich gibt es auf der ganzen Insel nicht. Aber es ist wirklich, es ist karibisch schön, es ist traumhaft schön. Das Wasser ist türkisgrün. Wenn es mir so geht, dann sehen sie es auch. Da fliege ich über den Hund drüber. Wirklich schön. Da kannst du leicht durchsehen, da sitzen unsere Stühle da oben. Ja, so schaut es da aus. Wahnsinn. So, jetzt geht's darauf zu unserem Platzl. Lass uns überraschen. Ob der Ranger kommt oder nicht. Aber kann man lassen, oder? Mit Blick aufs Meer. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, wandern, wie auch immer. Da wollen wir raufgehen und von da oben den Sonnenuntergang sehen. Wenn wir schon im Westen sind, dann schauen wir uns das an. Wir haben es geschafft. Und da ist auch ein Riesenstrand. Sehr schön.